Ja, es kann vereinzelt Platzregen, Hagel und auch Sturmböen geben, aber keine Unwetter bei uns in Sachsen-Anhalt. Und das ist ja schon mal ganz wichtig. Guten Abend zum Wetterbericht. Ja, über der Südwesthälfte Deutschlands, da hat sich auch schon wieder was zusammengebraut. Ein Tief mit dem Namen Finja. Es sorgt zum Teil für die nächsten unwetterartigen Schauer und auch Gewitter. Dagegen hält aber auch immer noch ein Hoch mit dem Namen Zeus gegen. Und deswegen kommt bei uns alles deutlich harmloser an, längst nicht so intensiv und zieht dann im Laufe der Nacht in abgeschwächter Form weiter in Richtung Nordosten. Also heute Nacht heranziehende Schauer aus Südwest. Blitz, Donner, Hagel und Sturmböen können mit dabei sein. Aber bei vielen wird es einfach auch nur mal regnen. Zum Morgen hin lässt das Ganze auch schon wieder nach bei recht milden 15 bis 17 Grad. Und morgen Vormittag, da ist es teilweise auch noch wechselnd bis stark bewölkt. Ab Mittag lockert es dann immer mehr auf. Aber lokale Schauer und Gewitter sind trotzdem noch mal möglich. Dazu 20 bis maximal 22 Grad. Kaum mehr nass wird es dann am Mittwoch aus heutiger Sicht. Trocken auch an Christi Himmelfahrt. Also ruhige Maitage stellen sich ein. Und dabei wird es etwas kühler. Ein Tief lenkt frische Nordseeluft zu uns nach Sachsen-Anhalt. Die kommenden Tage haben damit ideale Temperaturen zum Durchlüften. Ja, schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Und nach dem schwülwarmen und anfangs sonnigen Start bei uns im Freistaat kommt es zum Wetterwechsel über der Südwesthälfte Deutschlands. Da hat sich schon wieder was zusammengebraut. Ein Tief, das sorgt zum Teil für die nächsten unwetterartigen Schauer und Gewitter. Dagegen hält aber noch ein Hoch mit dem Namen Zeus. Und deswegen kommt bei uns in Sachsen alles deutlich harmloser an. In abgeschwächter Form ziehen dann also heute in der Nacht Schauer aus Südwesten herein. Blitz, Donner, Hagel und Sturmböen können mit dabei sein. Aber bei vielen wird es einfach auch nur mal regnen, bei milden 14 bis 16 Grad. Ja, morgen Vormittag ist es dann teilweise noch stark bewölkt. Ab Mittag lockert es dann immer mehr auf. Aber lokale Schauer sind trotzdem noch mal möglich. Dazu wie heute 18 bis 23 Grad. Kaum mehr nass wird es dann bei uns am Mittwoch und an Christi Himmelfahrt. Es wird auch in den Tagen etwas kühler. Ein Tief lenkt dann frische Nordseeluft nach Sachsen. Bis morgen.